Guten Tag, liebe Community, und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Mit mir, dem Deathrock. Und mit mir, dem Cloud. Und das hier ist Folge 1 unserer Monster Session. Ja, 24 Folgen gilt es aufzunehmen innerhalb von jetzt nur noch 3 Tagen. In 3 Tagen müssen wir fertig sein. Bestens, unterdrückt gleich den falschen Knopf. Sehr gut. So, Nebenoperation. Wir können aber erstmal wegen externen Auftränken anscheinend. Ach ja, stimmt, wir müssen ja auch fertig sein. Eben. Der Garten von eben. Genau der. Da sind ja die Online-Hafenanlagen zu erobern. Es gibt eine Menge Kohle. 450.000. Ja. Schick einfach die ersten los. Wir können sowieso nur 2 machen. Unit dispatched. Ja, mal so, Alter, leck mich am. Nimm wir den. Was hast du denn ja heute gemacht? Von die Kohle, die ist immer hundertprozentig. Ja, stimmt. Und die kriegen wir hundertprozentig im Bauplan. Oh, für den LPG 61 oder 61, wie auch immer. Also die Freiwilligen und die Lungenentzian ist mir noch relativ Wumpe. Ja, Lungenentzian haben wir doch sowieso, bis der Arsch zuwächst. Ja. Keine Ahnung, wie ich auf diese Metapher gekommen bin. So, Nebenoperationen. Ja, nicht die Blumen. Minenräumung haben wir noch. Ach ja, die habe ich dir übrig gelassen. Ist die denn in Afghanistan? Ja. Marker placed. Die ist sogar gar nicht mal so weit weg. Nur 2 Kilometer. Perfekt. Aber ich glaube, ich werde mir dafür wieder die rausholen. Dann machen sie das. Begleiterunterstützung. Ich hätte gerne unseren guten Seabiscuit. Können wir den auch hier wegschicken, ne? Ja. Den brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Ja. Irgendwie leckt das gerade ein bisschen mehr sein. Oder ist das mein Eindruck? Ich glaube, das ist dein Eindruck. Wir haben solide 50 Frames. Wir haben zwischendurch schon Stopper. Ja, zwischendurch haben wir einen Stopper drin, stimmt. Also, wir werden nach der Folge wahrscheinlich erstmal wieder den Rechner neu starten. Ja. Dabei läuft der noch gar nicht so lange. Nee. Was siehst du jetzt? Komisch. Irgendwie. Der droppt teilweise auch unter 40. Aber egal, jetzt haben wir die Folge gestartet, jetzt machen wir die auch erstmal durch. Ja. So. Sehr gut. Mit X. Was? Okay. Kommen wir da irgendwo durch? Nein. Ja, ist gut. Danke. Ich kenne den Norden von Kabul. Du musst der Straße folgen. Ja, stimmt auch wieder. Muss man quasi immer im Norden von Kabul. Ja. Ist zumindest einfacher, sag ich mal. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich ein Scharfschützengewehr abgeworfen habe. Was aber anscheinend? Das war am Ende von der Folge. Irgendwas muss man auch mögen. Oh nein! Das bremst mich nur aus! Mhm. Eigentlich ja nicht, das bremst nur die Zeit aus. Ja, aber die Zeit, die ich brauche, um das Ziel zu erreichen, bremst es aus. Natürlich! Logisch. Genau, dreh mal um und spring mal da runter. Das ist, glaube ich, gesünder. Nicht da. Da. Ja, denn, da? Ja. 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 Genau da. Schön in die Ecke reinspringen. Das springt ja da nicht runter. Keine Ahnung. Lol. Oder sonst nicht so. Nee, meine ich nämlich auch. Na gut. Aber gut, die haben sich verzogen. Ist besser. Verzogene Bengel. Extraction arrived at the mother base. Wir zocken dieses Spiel eindeutig zu viel. Das Schlimmste ist, ich glaube, wenn wir das privat spielen würden, dann wären wir jetzt nicht mal halb so weit bei der Zeit. Weil wir viel mehr Zeit auf Mother Base verbringen würden. Ja. Wahrscheinlich schon. Das Schlimme ist, wir sind immer noch genauso weit weg wie vorher. Definiere wie vorher. Was? Definiere wie vorher.
Nicht von unserem Startpunkt aus. Ach so. Ja, weil ich hier jetzt einfach komplett drüber rum musste, ne? Ja. Aber wir kommen näher jetzt. Ja. Und den Grund, warum ich jetzt Siebeskills nehme, ist ja, der liegt ja auf der Hand. Auf der Hand. Da springt er runter. Ja, das sieht aus. Oh. Aber so ein Stein springt er nicht, weißt du? Ich nehme ja jemanden. So was nennt sich Siebeskills. Eigentlich nennen wir ihn Siebeskills. So viel dazu. So werde ich die Folge nennen. Er nennt sich Siebeskills. Wo wir wieder auf der Straße werden. Perfekt. Kann nur gut gehen. Denk nicht mal dran. Bleib auf der Straße. Ich will mal gucken, wo ich überhaupt das jetzt am besten. Der Straße folgen. Die Straße, ja, tatsächlich. Weil klar, ist auch der Norden von Kabul, ne? Ja. Es gibt nur Straße oder viel Spaß. Gibt's dabei auch Spannung und Schokolade? Nee. Oh. Sackgassen gibt's. Sackgassen und Verletzungen. Ja, da muss ich ja drum herum kommen. Ach, locker. Bevor wir. Ich find's ja das haben wir noch gar nicht ausdiskutiert, dass die den alten Sound rausgenommen haben. Ja. Das finde ich auch ein bisschen. Wobei, manchmal kommt der noch. Ja, der kommt. Von wann kommt der denn nochmal? Wenn du entdeckt wurdest und dann. Ich glaube engaged oder so. Dann kommt er. Ja, irgendwie so, ne? Ja. Ich hab's auch nicht ganz gerallt, wann der Sound kommt. Aber eigentlich sollte der doch kommen, wenn man entdeckt wird. Ja. Mensch, Konami, was ist denn da los? Kojima, please. Ja. Warum sind da immer Schafe? Warum sind so viele Schafe? Weil es der Norden von Kabul ist. Du weißt, ich bin gerade. Ich war noch nicht im Norden von Kabul, ich weiß nicht, wie viele Schafe es da gibt. Ich auch nicht, aber durch Metal Gear weiß ich, dass da anscheinend viele gibt. Zumindest eine. Warum sind die Waffen da markiert? Wahrscheinlich bist du da irgendwo reingefahren, oder? Weiter links hoch. Ja, gleich da. Ach ja, stimmt, ich bin ja in der letzten Folge durch jedes Lager durchgefahren, das mir auf dem Weg war. Der Witz ist, das ist jetzt gerade nur eine Minenräumung. Das sind jetzt drei Minen wegschießen und dann ist vorbei. Soll ich mal gucken, wie viel Zeit wir schon vergeudet haben mit den Minen wegschießen? 8 Minuten. Ja, aber wir sind jetzt da. Ja. Reite nicht in die Minen, bitte. Ja, ich weiß nicht, wer schon der Erste. Vielleicht nehme ich auch nicht nur die Waffe, die gerade ausgerüstet ist. Wieso nicht? Was haben wir noch hier? Nein. Nimm doch die Macht! Die Macht! 37! Da, guck dir an. Die ist halt machtvoll. Ohne Spaß, ne? So mickrig wie die explodieren, könntest du da auch durchrennen. Guck dir da dann. Wahrscheinlich. Ja, das hab ich inzwischen auch gemerkt, danke. Wenn du eine Dose abschießt, hat die einen größten Explosionsradius. Ravioli-Dose. Ja. Das meine? Soll ich auch. Gesehen? Die hab ich sogar gesehen. Sick Shit, oder? Ja. Der Farbenblinder. Die hab ich zum Beispiel nicht gesehen. Aber was mach ich denn hier? Weiß ich nicht. Zelda spielen. So, das war's. Yay! Minenräumung 3 beginnt. Juhu. Erstmal Seabiscuit abholen. Weißt du, warum ich sein Gesichtsschutz erinnert? Hm. An so eine Polizeimaske. An so einen Polizeihelm. Was haben wir denn da noch? Hoffentlich in Afghanistan. Gar keine. Hat er nicht gesagt, Side-Ops-List updated? Vielleicht wird da der Haken gesetzt. Oh. Ja, damit wir jetzt noch Zielübungen haben. Au contraire. Ja, dann kannst du dich tatsächlich einer Hauptmission widmen.
Das ist völlig legitim. Ja. Erstaunlich. Ist ja voll Scheiß. Achso, ja. Da war ja was. Müssen wir wieder nach Afrika? Please select a landing zone. Nimm den, Den, ne? Nee. Nimm den, Dena, genau. Support helicopter requested. Meine, einen von den beiden. Weil das ist keine listige, kein listiges Lager im Weg. Oh. Das ist nicht Epona. Der Witz ist bei Zelda ist glaube ich auch A. Schade, ich dachte ich habe wieder von den Schwarzen getroffen. Ich bin mir jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall. Du bist dir nie sicher bei Controllern. Bin ich auch nicht. Weißt du, kannst mir jetzt noch 3 Stunden den DS in die Hand drücken. Und trotzdem werde ich gleich fehlerfrei Metal Gear zocken. Ja, ich hab's halt mit Controller nicht so. Ich weiß. Bei PlayStation kein Ding. Ja, aber da gibt's keine Buchstaben, außer X. Ja, quasi. Ja, ich auch. Perfekt. Warte mal. Das probiere ich jetzt endlich mal aus. Du bist so ein Affe, ey. Oh, neue Hubschrauber sind ja 30.000. Und er ist weg. Ist jetzt neu unterwegs schon oder muss ich ihn wieder anrufen? Und ist dann wieder Pequot? Also er hat gesagt, dass er einen neuen fertig macht. Ich glaube, du musst einen neuen anfordern. Please support helicopter requested. Das musste jetzt sein. Glaubst du, unsere Zuschauer haben darauf gebrannt, zu erfahren, was passiert? Der eine oder andere bestimmt. Ja, du. Ich könnte diese Folge jetzt auch Rest in Peace Pequot nennen. Moin, es gibt einen Sandsturm? Oder was? Nee. Laues Lüftchen, okay. Ja. Laues Lüftchen? Das war eine Böe. Wie auch immer du das nennen willst. Theoretisch hättest du dafür 3000 Minus hier, wo es muss, bekommen müssen. Ey. Ich schneide den Burschen auf. Der ist echt behäbig, der Junge. Ist der hier nicht stützt ab, aber er hat es überlebt. Wermut ist Tropfen. So. Da geht's jetzt mal wieder. Oh, ja. Ich wollte das Scheiß im G nehmen. Lass es. Na? Lass es. Du steckst nur wieder auf. Seabiscuit? Wo bist du? Er ist schon unterwegs. Jetzt ist er unterwegs. Ohne Spaß, die Minigun ist die schlimmste Erfindung in dem ganzen Spiel. Weil nichts ja, geht. Nee, weil wegen der Empfindlichkeit von der Waffe. Du brauchst 3 Jahre, um von links nach rechts zu schwenken. So. Ja, vielleicht kann man die hier noch einstellen, ich weiß nicht. Versuch da mal ins Kleine zu treffen, Junge. Spiel fortsetzen. So, List updated. Quest. Jetzt doch für eine neue Nebenoperation? Mädel. Tagesbonus. Yay! Können wir mal? Macht. Für die externen Aufträge, die. Schon? Wir hatten doch schon eine. Die hat genauso viel gegeben. Dann. Bericht. No. Ranced Agama. Hunting Dog. Vampire Husky. Dann können wir jetzt nochmal bei den Nebenoperationen gucken. Wenn wir jetzt wieder nach Afghanistan müssen, ne? Dann machst du eine Hauptmission und ich mach die Nebenmission. Es ist tatsächlich Afghanistan. Please select a landing zone. Mädel! Auf was jetzt?
Was? Verwandelt es. Schwere Infanterie, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, eliminieren Sie die schwere Infanterie 7. Ah, der Quotenschluck auch wieder. Achso. Quotenschluck auch. Brauche ich ein Fahrzeug? Von der Position aus glaube ich nicht. Manche auch. Aber bei schwerer Infanterie würde ich vielleicht härtere Waffen nehmen. Also nicht die Macht, wobei die Macht 37 hat halt Macht. Ne? Aber nicht unbedingt der Drehnoff. Was ist denn sonst hier? Zorn. Weil das Granatending, ne? Ja. Der Burkopf ist ja unsere. Nee, stimmt gar nicht. Die WS-Pistole ist unsere. Ja. Ich hätte aber lieber ein MG, glaube ich, oder? Gegen eine schwere. Du musst du wissen. Stimmt auch, ja. Ich bleib ab jetzt bei Granatenwerfern, die sind einfach nur. Dann nehme ich den hier raus für ein MG. Zwei, hä? Das ist ein schweres MG gewesen. Da kannst du nur die Sachen nehmen. Ich sehe schon. Und da kannst du Sturmgewehre nehmen. Okay. Unter anderem auch Schrotflinten. Das ist ja Schwachsinn. Ja, eigentlich ist das echt Schwachsinn. Wobei hier ist nicht der Granatenwerfer weiter, ne? Ja, genau. Das ist doch total behindert. Ja, komm. Nimm mal einen Raketenwerfer. Ist dasselbe in grün. Der ist sogar grün. Ja. Tja. Siehst du, hab ich auch nicht Zeit. Müssen wir wieder duschen gehen. Ja, wir waren schon lange nicht mehr auf Mother Base. Ja. Da kommt bestimmt wieder die Dido-Cutscene. Ja. Ich war schon lange nicht mehr auf Mother Base, ja, vermisst dich. Der ist doch mit mir auf Mission. Ja. Der ist mit dir ständig unterwegs. Ocelot, Mensch. So, wir haben noch gute 13 Minuten. 13 Minuten? Ja, ganze 13. 13. 13. Ich noch mal eine Minute habe, um uns zu verabschieden. 12. Am I doing it right? Schöne Aussicht hier, oder? Ja, absolut. Sieht aus wie der Rest von Kabul. Du weißt nicht, wie der Rest von Kabul aussieht. Ich meine, der Rest vom Norden von Kabul. Ich habe irgendwas mit Naked gelesen. Ja, das war, glaube ich, das Scharfschützengewehr für Quiet. Das ist fertig entwickelt. So. Jetzt erst? Entscheid. Ich geh raus. Hallo, Peacock, lass mich mal hier. Ja, hier. 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 Danke. Ja, ja, Boss. Ich will. Und unten hinter mir. Gut. Weiß unterwegs. Ich wechsle einmal die Waffe. Ich möchte einmal das haben. Damit ich es gleich wieder wechseln kann. Effektives Arbeiten ist auch nicht so leicht, ne? So, ab hier könnte es theoretisch losgehen. Ja. Deswegen machen wir ein bisschen langsamer. Sagt ja und sprintet los. Ja, für mich effektives Arbeiten. Wenn ich weiter qualifizieren kann, kann ich auch eben rennen. Aber die werden da unten irgendwo sein, denke ich mal. In der Theorie schon, ja. Die könnten auch da irgendwo in der. Da kommt auf jeden Fall ein LKW. Da sind sie. Da fahren wir erst so nah, ne? Tja. Schau ich, dass das schon 80 Meter weit reicht. Das sind hinter dem Stein. Ja. Ich will nicht unbedingt mit dem Raketenwerfer um die Ecke rennen. Nicht? Ja, noch schon wieder Helme, ne? Ja. Das sind die Folgepanzer. Die Folgepanzer? Ja. Würde mich nicht mal wundern, wenn die dazu sogar überleben. Wer ist schon eliminiert? LKW war wo? Der ist abgehauen. Okay. Da oben, oben. Das war's? Alter, das ist ja. Das hat sich ja nicht mehr gelohnt, zurück nach Afghanistan zu fliegen. Ja. Aber ist eine neue dazugekommen schon. Hab ich gerade gesehen, glaube ich. Bist du dir diesmal sicher?
Nicht, dass die wieder auf den Trichter kommt. Oh, der fliegt wieder über den Seychellen. Jetzt kann ich ihm die neue Quest geben. Aha. Panzereinheit. Afghanistan. Gemein. Gold. Nachschubabwurf. Missfahrzeug. Please select a drop point. Supplies requested. Clouds approaching. Oh, Qualt hat wieder viel gemacht in dieser Mission. Tja. Die ist halt effektiv. Enemy presence detected. Vehicle drop complete. Ja, wo ist er? Soll ich mit dem Koffer auffallen? Vielleicht nicht mal im Auto. Nee. Ich glaube nicht, dass das so gesund ist. Bei dem Panzer schon eher, aber nicht mit dem Auto. Jo. Das tut dem Auto gut, ey. Bestimmt gut für die Achsen. Rechts lang. Muss mal wieder. Aber mit den guten. Ja, ich guck auf jeden zwischen Namen. Fließend eigentlich nicht. Phantom Pain ist immer gut. Wir haben einen Final Countdown. Final Countdown ist aber nicht so meins. Um ehrlich zu sein. The Man Who Sold the World. The vor allem. The Man Who Sold the World. Was ist mit Rebel Yell? Rebel Yell geht immer. Rechts lang, ne? Ja. Nicht, dass die Folge gefleckt wird. Was ist denn da? Pinkeln oder was? Nicht der Sender, der mich vorbeigefahren ist. Ja. Oh, der möchte ein Rennen mit dir. Passt da nicht. Da war der richtige Sound. Ja. Und ist da hinten irgendwas markiert von unserem Begleiter. Keine Ahnung, war Quiet hinten. Was macht ihr denn da? Keine Ahnung. Aber was sollst du mal machen? Nee, der nicht. Nice one. Links lang. Was zum Fick? Dreh mal die Kamera komplett um. She cries more. With the rebel yell. Super Musik. Und muss man im Spiel lassen. Ja. Der Soundtrack, der hat es echt in sich. Billy Idol ist einfach nur hammermäßig. Echt Song oder? Nee, geradeaus. Quiet-Position gewechselt. Die sollen uns einfach mitschleppen. Dann macht's am liebsten. Die sollen uns einfach mitschleppen und dann dahin rennen. Ja, ich mach. Viel schneller. Snake wahrscheinlich ein Stück reißen, aber egal. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Skulls funktionieren. Ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie so ein vollwertiger Skull ist. Ist sie ja nicht. Kann ja nicht sein. Der war schön! Recht lange? Ja. Das Auto war teuer! Ihr Penner! Das war, haben wir uns mühevoll erarbeitet. Ja. Mit dem voll schon Gerät. Ich dachte, das irgendwie, da geht eine Straße lang. Ich dachte, kurzzeitig echt, aber. Müsste aber gleich einer kommen, die links lang geht. Ich hab mich ja, ne? Ja. Klar. Ja. Wäre schon wieder ein Ausbrusten. Ja, ihr entdeckt mich jetzt. Es gibt minus 10 Heroismus. Oh nein. Kennt man schon. Dadurch wächst unser Horn. Weil wir entdeckt werden. Weil wir ein schlechter Soldat sind. Wir sollten einen anderen Terminus für Horn wachsen benutzen. That's what she said. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir fallen gerade nicht wirklich effektiv. Nehmen wir hier vorbei. Na doch, wenn jetzt gleich irgendwo rechts eine Straße kommt, dann ja. Hier. Also nicht die. Hier müsste gleich irgendwo noch eine kommen. Oh Gott, wir sind wieder hier. Da waren wir ja ewig nicht mehr. Ja, hier will ich jetzt auch nicht unbedingt durchfahren. Weil da bin ich Hackfleisch. Fahre ich doch lieber hier lang. Weil die Farbe hat mich zu schwarzer Käse. Quatsch. Ja, mich nicht, aber Snake. Die sind wie Stormtrooper. Treffen nur eh nicht. Das erklärt nicht, dass
wir schon in diesem Spiel schon ein paar Mal gestorben sind. Das waren Skulls. Snake? Snake! Mal abgesehen davon sind wir auch schon total oft gestorben, weil wir einfach nur irgendwo runtergefallen sind. Oder weil unser Fahrzeug explodiert ist dann neben uns, weil wir draufgeschossen haben. Versehentlich. Oder weil wir auf Mother Base irgendwo gegengefahren sind und das auch schon explodiert ist. Oder weil ich die falsche Waffe gegen den Bären hatte. Ja. Das sind die besten Folgen. Verlinkt lang. Ja. Bin schon dabei. Wie geht's um die Straße? Enemy Prisons detected. Nix lang. Ich auch mal so. Boah, irgendwie. Das ist schon richtig so. Because! Schön. Der war nicht ganz so schön. Ja, weil ich auch eigentlich. Ist doch richtig. Komm ich da nicht hoch? Nein, da gibt's nichts so. Ach Quatsch. Das ist eine senkrechte Felswand. Wo willst du denn da hoch? Ja, da. Dachte ich. So viel Traktion hat der Wagen nicht. Ist das Traktion? Ich hab Essen. Weil du einen Führerschein hast. Theoretisch müsste es Traktion heißen. Irgendwas mit Truck auf jeden Fall. Ja, das Wort, das kenne ich auch, aber was es jetzt heißt. Aber mal abgesehen davon, weil man früher schon hat, dann weiß man doch nicht alles. Ja, ist das so. Was? Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht einen Ottomotor zerlegen und wieder aufbauen. Das habe ich auch nicht gesagt. Und das Ganze geht ja schon ein bisschen in die. Ins Thema Physik, also. Attraktion. Jetzt fährst du aber wirklich auf die Straße, wa? Ja, sollte ich doch noch nicht. Sagt er und fährt in die Botanik. Ja, aber da ist halt das Ziel. Ja, ja. In der Botanik. Ah, da sind sie schon. Kannst du alle sehen. Easy peasy. Oh. Achso, geht's ja sogar weiter. Ja, ja. Wir haben ja unseren. Krall dir erst den Panzer. Ja. Rechts? Da. Der mit dem Licht? Jetzt mach hinne da. Sonst wird die Folge. Ich bin schon längst nicht mehr da. Sniper. Wenn du schnell bist, kriegst du den, bevor er dich kriegt. Ja, ich will gerade nachladen. Ändere die Richtung. Ja, sehr schön. Das war sein Final Countdown. Der Panzer lebt noch. Hat's 3 Schüsse? Ja, ist ein schwerer Panzer. Boah, wenn der schwerste mit dem Namen eigentlich, ey. Na Quatsch, wir haben doch schon so einen. Echt? Ja. Alter, aber nur nicht so einen. Doch. Erzähl doch nicht. Klar. Oh. Na, danke, Quaid. Na, der mach. Noch ein Scharfschütze. Fast. Quiet, mach was! Was ist mit Quiet? Mach doch was! Versteck dich in einem Stein. Das ist noch ein Panzer. Ja, ist eine Panzereinheit. Ich hab auch nur einen Schuss. Nice one. Ja, da musst du den Nachschub abwerfen. Hier ein bisschen zurück, genau. Ja, ich bin dabei. It's the final countdown! Der Witz ist, wir haben noch eine Minute. Also willst du. Das ist der Final Countdown. Also willst du jetzt in der Mission wechseln? Es sei denn, du schaffst es in 1-2 Minuten. Ja, Munition schalte für genau. Es sei denn, sind wir jetzt die Skydrop da. Wie wär's, wenn Quiet mal auf die Gegner zielt und nicht auf dich? Kopfhält. Mal wieder. Hey, letztes haben wir immer Absicht mit dem Kopf aufgefallen, also. Ne? Das war dann pure Absicht immer. Der ist doch gleich da und dann packe ich mir den Panzer an. Ja. Wo schießt der eigentlich hin? Danach, bevor du da hinrennst. Was? Schießt auf Quiet? Er schießt auf die ehemalige Position von Quiet. Ach, danach.
Radladen. Ja. Zieh den. Warm. Das war's. Jetzt noch den Gegner. Und das den war's. Ja. Hans ist jetzt auch erledigt. Gut. Dann haben wir das. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Genau. Ich hoffe, wir haben nicht verzogen, aber wahrscheinlich doch. Ja, so ein paar Sekunden. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaut aber nächstes Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain mit dem Cloud und mit dem Desolord. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!